Wir sind zurück zum zweiten Durchgang im Stade Atlantique in Casablanca. Schottland führt zur Halbzeit mit 1:0 gegen Kamerun. Keine Wechsel auf beiden Seiten. Die Schotten jetzt von links nach rechts. Tor durch Forrest. Besser im ersten Durchgang. Führung ist verdient. Und es wäre ein kleiner Schritt in einer schwierigen Gruppe mit zwei Favoriten, mit Belgien, mit Chile, die zum Auftakt vor einigen Stunden unentschieden gespielt haben in Marrakesch. Aber das werden die entscheidenden Spiele sein, wenn Schottland heute gewinnt, gibt es am nächsten Spieltag die erste große Chance gegen Chile, vielleicht doch einen der beiden rauszukicken. Ich erinnere mich an die Gruppe mit Spanien, Brasilien, Costa Rica und Bosnien, Herzegowina, wo plötzlich Bosnien gegen Brasilien gewonnen hat. Beide kamen trotzdem nicht weiter. Brasilien war nach dem zweiten Spieltag draußen, vor 3 Jahren beim letzten Weltpokal. Also warum nicht genauso ein Wunder nochmal schaffen? Oyongo, nächste Flanke. Und nochmal Basogok, jetzt mal für Samuangisa. Schon vor der Halbzeit. Gut. André Frank, Sambo, Angisa, diesmal aufs Tor. Gordon, das erste Mal gefordert. Guter Start für Kamerun in Durchgang 2. Gibt gleich den Eckstoß für Mukajo. Forrest. Griffiths abgeglitscht. Alles fair von Sambo Anguissa, gibt den ersten Wechsel, deswegen die Kurzunterbrechung. Manjek kommt für Sebastian Siani, blass geblieben im Mittelfeld, gilt für fast alle bei Kamerun für den ersten Durchgang. Siani von Royal Antwerp aus Belgien, jetzt kommt Manjek, der im Netz spielt, in der französischen Liga noch nicht getroffen hat, aber an die 15 Spiele bereits gemacht hat für das Team Kameruns. Schottland wechselt zunächst mal nicht. Und Sua. Anja, Griffiths, Morrison raus zu Robertson, Griffiths, Bannon, schön gemacht von Bannon, klasse gespielt, ein wunderschönes Tor für Schottland, 2:0 durch Griffiths. Entscheidend, dass Bannon jetzt einfach vorbeigehen kann und dann reingeschossen von Lee Griffiths. Das nächste Tor für Schottland. Fletcher war's. Darren Fletcher, nicht Griffiths, Verzeihung. Darren Fletcher mit dem 2:0 für Schottland. Das wäre der erste kleine Schritt. Es wird natürlich noch nicht reichen, aber ein Zeichen Richtung Chile, Richtung Belgien für den nächsten Spieltag. Kamerun steht mit diesem Ergebnis doch vor großen Problemen. Goalscorer for Scotland in the 61st minute, number 16, Darren Fletcher. 3:0 beim letzten Spiel für beide
bei einem Weltpokal, das war in London. Da gewann Kamerun deutlich. 2 Tore von Stefan Mbia, dazu einmal Kroik. Heute scheint es genau andersrum zu laufen. Schottland nach einer Stunde verdient vorne, auch wenn Kamerun zu Beginn des zweiten Durchganges dann doch ein paar Chancen hatte durch Sambo Anguissa. Banana Yaya. Basogok. Basogok. Manjek. Oh ja, schöne Chance. Eingewechselter Mann im Team von Trainer Rigobert Song. Manjek mit dem Abschluss. Wechsel. Choupo-Moting kommt. Erik Maxim. Choupo-Moting für Jacques Suhr. Beide kennen die Bundesliga. Suhr aus Hamburg. Choupo-Moting aus Gelsenkirchen. Auch Schottland hat getauscht. Bennen ging. Und da brachte der neue Trainer Alex McLeish MacArthur für Barry Bennen. Den wollte Manjek bekommen, den Ball. Choupo-Moting hat viel Platz. Erik Maxim, Choupo-Moting. Nächste Ecke von rechts für Benjamin Mukanjo. Rausgeschlagen von der schottischen Verteidigung. Nächster Wechsel. Der Torschütze zum 1-0 geht James Forrest. Jetzt kommt Matt Ritchie. Spielt in Newcastle beim Aufsteiger, der dieses Jahr souverän drin geblieben ist in der Premier League. Nach diesem einen Jahr in der zweiten englischen Liga. Aboubakar, nächste Chance, Abschluss. Vincent Aboubakar trifft einfach mal aus 20 Metern gegen Gordon. Kamerun ist wieder da. Kamerun hofft doch noch, dass es reicht. Zumindest einen Punkt zum Auftakt. Jetzt schön von Aboubakar durch die Beine des Gegenspielers, durch die Beine von Robertson. Und da kann Gordon nicht rankommen. Mit Abstand der erfahrenste bei Kamerun, dieser Vincent Aboubakar, der hat nicht aufgehört, trotz der verpassten WM. Spielt in Porto, 26 Jahre alt, schon über 60 Einsätze. Wenn einer Kamerun zurückbringen kann und jetzt nochmal etwas Leben reinbringen kann in diese Mannschaft, dann sicherlich dieser Aboubakar. Schottland muss ein wenig aufpassen, weil jetzt die Bälle früh verloren gehen, weil Kamerun plötzlich aggressiv nach vorne spielt. Mukanjo, linke Seite gegen Whittaker. Oyongo, Aboubakar verliert das Kopfballduell. Manjek, Choupo-Moting, Whittaker. Nächster Ballgewinn durch Sambo Anguissa. Basogok, Schild vorbei von Christian. Basogok macht den Haken, McGregor nicht dran, auf der Linie weggeschlagen. Nächste Riesenchance für Kamerun, das plötzlich
gut nach vorne spielt, Chancen kreiert, jetzt aufpassen muss. Enya, Ikechi Enya für Schottland. Ballgewinn und Basogok. Choupo-Moting, für mich ein Wechsel, der wirklich gut war von Trainer Rigobert Song, auch ein ganz erfahrener Spieler mit Kamerun. Hat bei der WM 2010 zuletzt gespielt. Letzte Station in der Türkei mit Galatasaray und Trabzonspor. Auch mal in Köln 2001-2002. Nachfolger von Hugo Broos und dem ehemaligen Freiburger Trainer, der ja bis 2017 Kamerun betreute, Volker Finke. So, nächster Wechsel. Die waren bislang wirklich ausgezeichnet bei Kamerun. Basogok geht. Bei Schottland. Fletcher raus. Und das ist der neue Mann bei den Schotten. Bei den Kamerunern müsste Ekambi sein. Karl Toko Ekambi, der jetzt den leicht angeschlagenen Basogok ersetzt. Von Angers in Frankreich. Steve Naismith kam bei Alex McLeish für Darren Fletcher. Griffiths geht weiter. Und jetzt, ja, gibt es spät den Freistoß. Song ein bisschen verärgert, weil der Vorteil eigentlich gespielt war. Morrison, Richie. Zwei Spieler in der rechten Seitenlinie. Nächster Freistoß, Handspiel von Benjamin Mukanjo. 5 Minuten muss Schottland sich jetzt irgendwie hier ins Ziel zittern. Weil Kamerun mit den Einwechslungen von Choupo-Moting und von einigen Vorteilen jetzt profitiert. Enya macht nochmal die Drehung. Ikechi Enya. Naismith und Griffiths übers Tor. Also besonders der Wechsel mit Choupo-Moting hat mir gefallen. Auch Manjek immer wieder im Spiel. Für mich besser als Siani. Choupo-Moting hat das Spiel klar belebt. Aboubakar, Toko Ekambi auch gekommen von Song Choupo-Moting. Und nochmal schön gespielt, Mukanjo. Einwurf, Oyongo, Manjek. Niam. Mukanjo. Kann den Ball halten. Benjamin Mukanjo. Alle Kameruner in der Hälfte der Schotten. Und das kann jetzt gefährlich werden. Schottland kann es jetzt einfach nur runterspielen. Griffiths in der Mitte ist ganz frei Enya gewesen. Robertson wird abgepfiffen mit Foul. MacArthur macht es schnell. Naismith abgeblockt. Und Onana rausgefaustet gegen Robertson. Spielt etwas hektisch in der Schussphase. Einwurf nochmal für Schottland. Und natürlich lässt sich der Verteidiger jetzt alle Zeit, Andrew Robertson von Liverpool. Enya gegen Jom. Nächster Einwurf. Das ist das Einzige, was jetzt zählen wird für die Schotten. Onana.
Ballverlust, Toko. Ekambi. Malgru verliert nochmal den Ball. Kamerun in Überzahl. Choupo-Moting. Erik Maxim. Choupo-Moting sucht nochmal Toko Ekambi. Und jetzt ist Schluss in Casablanca. Schottland rettet sich zum Auftaktsieg gegen Kamerun. Revanche geglückt nach dem 0-3 in London vor 3 Jahren. Dank der Tore von Darren Fletcher und James Forrest. Die Chance ist gewahrt auf das Weiterkommen. Kamerun hat sich nach der Pause im zweiten Durchgang, gerade mit dem Wechsel Choupo-Moting, gut präsentiert. War dicht dran hier, Punkte mitzunehmen. Er wäre sicherlich verdient gewesen nach dem zweiten Durchgang. So gewinnt Schottland zum Auftakt, spielt als nächstes gegen Chile. Da kann bereits das Weiterkommen klar gemacht werden. Auf der anderen Seite wird Kamerun jetzt alles geben müssen gegen die schweren Aufgaben Belgien und Chile. Nach einem spannenden Tag ist es jetzt Zeit abzugeben aus Marokko. 4 Spiele heute. Der späte Sieg Russlands, das Unentschieden Argentinien, Südkorea, das 1-1 Belgien, Chile und jetzt der Sieg Schottlands. Wir schauen auf die Spiele, die uns dann morgen erwarten. Zunächst mal wird die Gruppe der Argentinier rund gemacht mit dem Spiel Mexiko gegen Serbien. Das Ganze dann um 15 Uhr in Utah. Weiter geht's, 18 Uhr Doppelpremiere, Polen und Senegal, beide mit dem ersten Spiel bei einem Weltpokal, nicht dabei 2015. Der Abschluss dann 21 Uhr. Das Rugby-Duell Frankreich gegen Neuseeland in der Sportart. Ein Topspiel. Morgen sicherlich mit klaren Vorteilen in der Hauptstadt in Rabat. Wir sagen jetzt Tschüss aus Casablanca nach dem zweiten Tag beim Weltpokal. Wünschen eine gute Nacht. Bis morgen beim Weltpokal 2018 in Marokko.